Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von A Plague Tale. Wir müssen da oben hin, zum Ordenssymbol. Und ich vermute, es gibt gleich Stress, sobald wir hier unten sind. Ja, ich hab's doch gewusst. Soldaten. Hört sich nicht gut an. Hey, Kane! Jemand Lust auf gebratenen Vogel? Bogenschütze, da oben. Was, wo? Ach, da oben. Du hast eine Leiche abgeknallt, du Idiot! Von wegen! Die hat sich noch bewegt, als ich geschossen hab. Genug herumgespielt! Augen offen halten! Sonst darfst du auch nur erklären, warum wir mit leeren Händen dastehen. So, das ist jetzt ein Problem. Wir könnten auch noch da hinten oben gehen. Aber, vielleicht machen wir das sogar. Oh shit, er hat das bald gesehen. Wo gehst du hin? Geh bitte nicht hier rein. Sehr gut. Sie haben ihn noch nicht gefunden. Er ist schlauer als sie. Er ist allein. Irgendwann finden sie ihn. Und dann ist Hugo verloren. Du hast recht. Möchtest du dich wieder umdrehen? Komm, dreh dich um. Sehr gut. Bleib jetzt da so. Sehr knapp, sehr knapp, sehr knapp. Haben wir hier oben auch Leute? Nee, aber wir kommen da nicht so rüber. Da können wir da drunter. Da will ich jetzt aber nicht drunter. Komm, bitte dreh dich mal. Nicht in diese Richtung schauen. Gegen die Soldaten des Grafen kommen wir noch an. Aber das? Nein. Gegen die Pest sind wir machtlos. Scheiße. So, und jetzt da unten drunter rein. Das ist jetzt perfekt ausgegangen. Schön vorbeigehen. Ach so, aber ihn siehst du nicht. Ah, alles klar. Teil werde ich da gerade mitnehmen zum Ablenken. Komm, geh wieder nach hinten. Da hinten ist viel schöner. Ich frage mich, was Mutter dazu sagt. Sie kommt damit klar. Sie ist stark. Nicht stark genug, fürchte ich. Eins der? Ah, da ist Mr. Bogenschütze. Ich würde sagen, wir gehen hier rein. Ja, geil, Bogenschütze hat uns gesehen. Oh. Ja, hat uns da schon wieder gesehen. Hier könnten wir uns runter verstecken, was uns aber nicht sehr viel bringt. Da ist er. Also wenn ich ihn da hinten hinschicke, ich würde ihn gern loswerden. Scheiß Bogenschütze. Gucken. Hier können wir ja auch drüber, oder? Dann einfach hinten vorbeischleichen. Ich hoffe, das ist eine gute Idee. Kommt man eigentlich hier hin? Ich
glaube, wir gehen hier raus. So, dreh dich mal bitte wieder um. Komm, dreh dich um. Ich habe mit mehr Soldaten gerechnet. Wo sind die? Krank? Oder planen die was? Wir haben es fast geschafft. Oh Scheiße, da hinten rein müssen wir. Da, wo er steht. Wir müssen den da oben irgendwie töten. Wir machen das jetzt so. Okay, wir werden jetzt nochmal auf Distanz gehen. Wir machen das jetzt anders. Mit einer Schleuder. Vorsicht! Ich weiß, was ich mache. Ihr schleicht! Verdammt! Er ist tot! Fuck, wir müssen uns verstecken. Ja, die Schleuder hört man natürlich. Okay, regt euch mal alle wieder ab. Der letzte geht jetzt hier auch noch weg. Okay. Ob sie jetzt so wieder rausgehen? Danke. Wo ist er jetzt hin? Ich krieg eine Warnung von links, aber ich sehe den da nicht. Da. Ah ja, Tatsache, da ist er. Okay, wir werden jetzt mal so ein Teil werfen. Was sind die? Da wette ich drauf. Fuck. Der zweite ist jetzt auch da. Scheiße, jetzt haben wir zwei hier. Das war jetzt nicht schlau. Hey, steht da nicht so rum! Wir haben hier Eindringlinge! Kommt er jetzt hier rein? Ja, er schaut zumindest rein. Fuck, jetzt geht er auch noch hier rein. Komm, hau ab. Ich will doch da hinten nur in eine Tür da rein. Du bleibst jetzt aber nicht hier da stehen. Werde ich nichts finden. Ja, genau, das ist eine sehr gute Einstellung. So, wo ist jetzt? Da ist er. Oh, wir könnten ihn ausnocken. Scheiße, jetzt geht er wieder hier rein. Ich glaube, beim Rausgehen werde ich ihm eine Schleuder verpassen. Der andere, der es jetzt gehört. Nee, oder?
Okay. Er sitzt da hinten. Ich glaube, wenn er wieder nach da vorne läuft, laufen wir doch da hinten rein. Wer hat das gesagt? Er geht nicht hier rauf. Er geht jetzt wieder weg. Sehr gut. Wo gehst du hin? Ja, wir könnten an die Wand hier rangehen. Ich habe noch was zum Werfen. Es ist nicht weit genug weg. Okay, und schnell hier rein. Das hat viel zu lange gedauert. Stimmt. Aber ich habe genug von den Dieben, Mördern, Söldnern, dem ganzen Pakt, das uns ständig in die Quere kommt. Das Chaos beherrscht unser Leben und sie gehören dazu. Aber du kommst immer besser mit ihnen zurecht. Du hast da hinten ziemlich gewütet. Ja, genau deswegen können wir jetzt dieses Gespräch führen. Vorgehensweise beeinflusst die Entwicklung von Amicias Fertigkeiten. Drücke I für das Fertigkeitenmenü. Okay. Bewusstsein, Angriff. Zielt der Stoß Amicia, achte auf ihre Umgebung, wodurch sie Gegner im Nahkampf mit Feuer oder Ratten hineinstoßen und sofort töten kann. Raffinesse. Amicia stellt dank ihrer weiteren Alchemiewissen schneller. Und es läuft jetzt von alleine. Okay, interessant. Spannend, spannend. Riechst du das? Leichen. Was ist das hier? Ein Krankenhaus? Ich glaube, Gott sei Dank gibt es gerade Gerichtsübertragung. Daran gewöhne ich mich nie. Musst du auch nicht. Klick. Wollen wir hier nicht vielleicht gehen? Bitte sag mir, dass es hier ist. Oh Gott! Oh! Eine ganze Stadt! Krass. Er ist im Turm. Er muss dort sein. Ach ja? Lukas, es wird nicht leicht, dorthin zu kommen. Es ist der Orden. Ein hochrangiger Magister würde wohl im hohen Turm leben, oder? Gehen wir einfach hin. Ich glaube, das ist eine ganz schlechte Idee. Aber das ganze Viertel... Ich dachte eigentlich, das wäre eine Arena, aber... Warum ist das ganze Ding hier so eingemauert? Auf jeden Fall mache ich da mal wieder ein Foto, weil das sieht wieder geil aus. Maximale Schärfe bitte. Ausblenden. Foto. Geil. Hammer. Ja dann, ab nach unten. Und du bist ganz sicher? Nein. Tja, es ist der einzige Weg. Sei vorsichtig. Bitte tut mir nichts.
Beruhigt euch. Wir gehören nicht zu denen. Seid ihr von hier? Ja. Oh. Und da wären die Ratten. Der wird sterben. Holy shit. Holy shit. Siehst du einen Ausweg? Nein, es ist zu dunkel. Komm schnell. Hör zu. Hilf mir. Holy fucking shit. Deine vergessene Gier, um sie nebenst zu tun, herumzulaufen. Bleib nah bei mir. Meinst du, wir kommen hier raus? Das müssen wir. Ganz vorsichtig. Oh, bitte, ich lass das nicht es. Wieder Hab so eine gesagt, Fackel sein. Hier. Das sind ja Millionen. Aber wie können es schon so viele sein? Hugo, sie sind wegen ihm hier. Na, das sollte reichen. Okay, also die Sachen gibt's auch wieder. Sieh nur, sie klettern. Was? Wie? Das ist übel. Wir müssen zum Turm, Vaudan zu Hugo bringen und hier verschwinden. Meine Sachen. Ich habe sie beim Sturz verloren. Muss auch ohne gehen. Ja, bitte lass die Fackel nicht fallen. Ja, ich glaube, es gibt jetzt wirklich Schlimmeres. Wir können diese Wand hochklettern. Also wie deine Sachen noch. Aber ich brauche freie Hände. Muss sein. Unglaublich, dass wir die Fackel zurücklassen. Ah, das sind jetzt wieder die temporären Sachen. Drecksviecher! Was machen wir? Nehmen wir einen Stock. Der brennt schnell ab. Wir wählen den direkten Weg. Ja, sehr direkt, bitte. Komm, schneller. Wenn die Nacht anbricht. Ja, dann kann sie nichts mehr aufhalten. Wo kriege ich jetzt was Neues her? Ach, von da. Und da hinten ist die nächste Feuerstelle. Okay, schnell dahin. Wir müssen weiter nach oben. Das Feuer hält. Vorerst. Vorerst. Gut. Okay, noch sehr gut. Ein Feuerbecken. Wir können es schaffen. Wir schaffen es. Eine Leiter. Nein, Moment. Ich brauche das da. Sollte funktionieren. Es werde Licht. Ja, wie denn? Ich kann das Teil ja nicht anmachen. Geht das noch ein bisschen weiter runter? Okay, ich nehme jetzt mal so einen Stab. Du kannst das Objekt werfen, das du gerade trägst. Rechte Maske gedrückt. Ah! Ja, sehr gut. Cool. Das ist gut zu wissen, das mit dem Werfen. Die Höhe ist schon besser. Ich muss kurz durchatmen. Dann atme schnell. Ich weiß nicht, wie lange wir haben. Hier ist auch wieder dunkel. Nicht gut. Wirklich? Ein Balken? Es geht nur so. Gut, ganz ruhig. Na dann. Nichts überstürzen. Das war so klar. Ich wusste es. Geht es dir gut? Nein, ich bin umzingelt. Die Leiter, kletter hoch, schnell. Ja, das musste natürlich mir passieren. Wo tust du hochklettern? Ich ach, da hinten. Bleib ruhig, noch ist alles gut. Ja, noch.
Du weißt, ich lasse dich nicht im Stich. Na, schaut mal, unseren Bruder nicht mit dabei. Der könnte sie kontrollieren. Gut, sollte reichen. So kann ich es nicht verwenden. Ist da hinten noch irgendwie was? Ich brauche hier Licht. Kommt sofort. Nee, da ist nichts mehr. Was ist mit Werfen? Oh ja, das funktioniert. Erledigt. Danke. Ich versuche dich zu erreichen. Ich komme nur mit einem Stock rüber. Ja, Moment. Kann ich den einfach so werfen? In Ordnung. Okay, cool. Sei schnell, sei mutig und fall nicht mehr runter. Du schaffst das. Keine Panik. Dafür ist es zu spät. Das war schrecklich. Sehr gut. Danke. Du raubst mir noch den letzten Nerv. Gehen wir weiter. Schnell weg hier. Wir kommen dem Sonnenlicht näher. Ob wir in der Nähe des Turms rauskommen? Yeah, safe point. Ich kann es kaum erwarten, Magister Vaudors Plan zu erfahren. Der Plan ist hoffentlich verdammt gut. Ist er sicher? Also eigentlich müssen wir immer noch schauen, dass wir zu den Türen kommen. Oh, weil danach ist es wie so ein Safe Point. Runter? Oh ja. Machst du Witze? Nein. Und Hugos Zustand wird mit jeder verschwendeten Sekunde schlechter. Deine Mutter ist bei ihm. Es geht ihm gut. Da geht's aber ziemlich weit nach unten. Ja, super. Und das Teil kann ich nicht mitnehmen. Keine Ratten? Nein. Aber sie waren vor kurzem hier. Schau dir die Leichen an. Noch warm. Sie sind in der Nähe. Vorsicht. Was auf alle Fälle über was mit dem Feuer. Was ist das? Schienen in der Wand. Ein Aufzug. Das könnte ein Weg hinaus sein. Kann hier irgendwas machen? Lukas, was ist das denn? Ich habe darüber gelesen. Das ist ein Elefant aus Afrika. Die Römer verwendeten sie im Zirkus. Er ist riesig. Sieh nur die Zähne. Einfach unglaublich. Ja. Hier liegen schon genug Knochen rum. Lass uns abhauen. Okay, wie funktioniert das Ganze hier? Gut, ich muss mal da oben irgendwie rauf. Da ist eine Treppe. 100 pro kommen dann später hier Ratten. Den kenne ich. Das ist Schwefel. Eine Schmiede. Eine Kurbel. Mal sehen, was sie bewirkt. Ich brauche dich hier. Klar. Wow. Wie kann ich? Oh, da geht das Gate auf. Hörst du das? Oh nein, bitte nicht! Gut, wie viele das sind! Wir stecken fest, Lukas! Nein, nein! Da, die Plattform! Das Feuerbecken! Das Licht müsste für den ganzen Raum reichen! Und wie zünden wir es an? Keine Ahnung. Salpeter, Schwefel, Alkohol, was wir so finden können. Na gut, die Zimmer sind ja jetzt offen. Vielleicht finden wir was. Also, sind sie es jetzt? Okay. Liebe Leute, an der Stelle muss ich mal kurz einen Schnitt machen. Ich bin gleich wieder für euch da. Und da bin ich auch wieder. Bitte entschuldigt die kurze Unterbrechung. Okay. Was genau können wir jetzt hier machen? So, runter ist schon mal keine Option. Sollen wir das doch nochmal da irgendwie aufmachen? Ich hab das jetzt nicht so ganz geschnallt mit dem Teil. Also hier nochmal auf E. Okay, schauen wir mal X aufhören. Ah, jetzt ist das hier so halb offen. Was mir gar nichts bringt. Da kann ich nichts machen. Da kann ich nur Sachen werfen. Hä?
meine, man könnte hier irgendwie drüber klettern eigentlich. Na, hier geht auch nichts. Hier runtergehen wäre eine ganz blöde Idee. Ist auch nix. So, in die Richtung geht's. Ah, es geht jetzt doch weiter runter. Halt, nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Ach, die Steuerung ist doch so blöd umgesetzt. Nein, 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 nein. Nein, andere Richtung. Bitte, danke. Okay, ich dachte, das geht nicht mehr weiter. Okay, dann gehen wir jetzt erstmal hier hinten rein. Fleischvorräte. Wir brauchen ein Konservierungsmittel wie Alkohol. Vielleicht in der Truhe? Alles klar. Lenken wir erst diese Ratten ab. Ja, und wie? Ah. Danke, Lukas. Wir lassen hier einfach mal das Tier herunter. Kann ich? Ah ja. Ne, halt. Moment. Ich brauche die Schleuder. Gut. Aber das wird nicht genügen. Bitte nicht runterfallen. Ja, aber wenn das nicht genügt, ich habe ja hier nicht mehr. Ah, doch, Moment, hier hinten. Ekelhaft. Stimmt ja. Gut, dann ab zur Truhe. Als ob sie seit Millionen von Jahren nichts gefressen hätten. Ja, aber das sind aber auch keine normalen Ratten. Und? Was ist drin? Alkoholflaschen. Ja, das ist gut. Sehr gut. Sehr gut. Komm zurück. So, schnell wieder retour. Hopp, 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 hopp. Ich will da nicht lange bleiben. Okay. Und alles jetzt da hinten rein. Wir brauchen ein zweites Element. Dann stellen wir Ignifer her. Weißt du noch? Ignifer. Hatte ich schon vergessen. Sehen wir im anderen Raum nach. Das ist Schwefel, oder? Ja. Auf den Brettern liegt ein wenig. Da oben in der Truhe könnte noch mehr sein. Frischer Schwefel wäre perfekt. Ab nach oben. Eine Kurbel. Da ist ein Aufzug. Natürlich. Ich habe halt die Alt gedrückt und mit ihm gefällt. So einen Spaß gehabt. Interagieren. Du musst dich darum kümmern, Lukas. Klar doch. Ah. Wir verschwenden Zeit. Ja, ich mach doch schon schnell. Auf dein Zeichen. Halt der Alt gedrückt. Du kannst aufhören. Sofort. Was? Nein. Ah, komm jetzt. Ich will das Teil schieben. Los, schneller. Ich mache mir Sorgen um Hugo. Der Turm ist nicht mehr weit. Sobald wir Vaudor finden... Wir wissen nicht einmal, ob er da drin ist. Und die ganzen Ratten und Söldner. Hey, eins nach dem anderen. Ja. Gut. Und? Was gefunden? Du hattest recht. Ja. Es ist Schwefel. Ja, das ist eine gute Nachricht. Gut, wir haben Schwefel und Alkohol. Das ist eine der besten Kombinationen für Ignifer. Hochreaktiv, misch sie. Ignifer... Einfach großartig. Okay, du kannst das Ignifer herstellen. Halt die Tab gedrückt. Und wähle dann mit das Ignifer und halte. Hä? Hä? Wie geht das? Es hat wie so ein Button nur. Ach, ich muss die Zusatztasten hier nutzen. Auf der Maus. Alles klar. Okay, das ist schräg.
Okay, und du kannst deine Mission mit allen deinen Waffen verwenden. Wähle mit. Hä? Wickliffer mit der Schleuder. Fertig. Schieß es mit der Schleuder auf die Feuerbecken und hoff, dass es klappt. Wow. Okay, wow, Hölle? Das ist hell. Das war in der Tat hochreaktiv. Danke, Lukas. Das Ignifer wird noch sehr nützlich sein. Versuchen wir, die Plattform zu senken. Da waren doch noch mehr Kurbeln. Sehen wir uns um. Wo denn? Da hinten die? Okay, wir da gehen mal hier runter. Unsere Kurbeln. Oben, unter dem Gewölbe. Ja, versuchen wir es. Ach so, ja, das muss ich natürlich jetzt auch entzünden. Was jetzt? Käfige. Sie hatten hier noch andere Tiere. Was soll's? Bringen wir Licht ins Dunkel. Und mehr Zutaten. Hier hinten. Da sind immer noch Ratten. Dieser Tontopf. Er könnte den Effekt eines Ignifers verstärken, der beim Aufprall ausgelöst wird. Versuch's mal. Hoffentlich klappt's. Was, echt? Ignifer-Topf. Ein Topf, der mit Munition kombiniert wurde, erzeugt beim Aufprall einen temporären Effekt mit großen Wirkungen. Ich wähle den Topf aus. Oh, okay. Jetzt! Ja, los! Die Idee war okay, großartig. Coole Mechanik. Man braucht nur einen und Topf. Aber der Munitionswechsel ist echt schräg, Mann. Okay. Und jetzt können wir hier rauf. Sehr gut. So. Geht klar. Bewegen wir dieses... Das Ding ist zu schwer. Dafür gibt es auf der anderen Seite eine Kurbel. Man braucht zwei Leute. Na gut, bleib du hier. Ich übernehme die andere. Ich warte auf dein Zeichen. Aber es geht ja eh schon runter. Hoffentlich. Hätte ich gewusst, dass wir eine eigene Zirkusnummer bekommen? Hätte ich gewusst, dass die Welt wieder in sich zusammenbricht. Ja, es hat ja nie wirklich aufgehört, dann, wenn es nach dem geht. So viele Krüge. Wahrscheinlich Wein für die Zuschauer in der Arena. Manches ändert sich nie. Das heißt, ich muss... Ah, da ist anders so eine Kiste. Hilfe, Hugo. Ich finde diesen Vaudan. Aber du musst durchhalten. Ich gebe mein Bestes. Okay, wie viel haben wir da? 3. Nee, Moment mal. Das wäre jetzt eine Verschwendung. Wir werden uns das Teil hier mal runterholen. Ignifer mit Schleuder. Okay, sehr gut. Und hier jetzt dann temporär. Oder? Einen Moment. Zum Herstellen gedrückt halten. So, schnell nach oben. Sehr gut. Auf zur Kurbel. Bringen wir den Aufzug endlich runter und verschwinden von hier. Alles klar, Lukas. Bin soweit. Ich warte auf dein Zeichen. So, komm. Es funktioniert. Nicht zu fassen. Gott sei Dank. Endlich. Auf dein Signal. Los. Hast du das gehört? Könnte sein, dass die Bremse bricht. Wir müssen zum Aufzug. Schnell. Schnell rauf. Stabil. Wie haben wir das geschafft? Mit viel Können und starkem Willen. Es beginnt wieder. Verstehst du, was das bedeutet? Ja, aber wir haben es schon mal überstanden. Du hast ihre Angriffe gesehen. Ihre Bewegungen. Sie sind schneller, wendiger, schlauer. Aber wir haben es geschafft. Gerade so. Finden wir Magister Vaudan. Mit dem Orden an unserer Seite sind wir in diesem Kampf nicht mehr allein. Na, hoffentlich hast du recht. Okay.
Bitte sag mir, dass wir näher dran sind. Ja, der Turm. Ja, sogar sehr nah. Wir sind näher gekommen, oder? Ein wenig. Das reicht mir. Jetzt müssen wir nur noch durch dieses Viertel hoffen, dass wir nicht sterben dabei. Keine Spur von diesen Söldnern. Na, hoffentlich haben sie ihn nicht. Beeilen wir uns. Dieser Ort war eigentlich recht schön. Vor dem Biss? Ja. Okay, da geht's nicht weiter. Ein Gemüsegarten. Ruf sie nur. Hey. Oh, da ist eine Pflanze. Was machst du da? Der Besitzer wird sie nicht wachsen sehen. Hugo wird begeistert sein. Ins Haar. Wie früher. Okay. Steht dir gut? Ja, wollte gerade sagen. Vielen Dank. Gehen wir jetzt weiter. Da oben hat's was zum Sammeln. Da werden wir jetzt gerade mal hier die Leiter nutzen. Ich frage mich, wie der Graf der Provence dieses Chaos bereinigen will. Die Leute denken wohl, es kümmert ihn nicht. Seine Armee regiert für ihn. Und trotzdem wandern diese Söldner ungestört umher. Und wie hielten diesen Ort für sicher? Nice! Alkohol, dann einmal Schwefel. Da können wir nichts machen. Echt schön, es ist wirklich nicht mehr weit. Wir müssen hier wieder nach unten. Na komm. Aber das da unten hat jetzt so ausgesehen, als würde man da nicht weiterkommen. Da hinten ist auch noch was. So, immer schön looten hier. Einmal Schwefel. Ob man dann auch wieder die Säure kriegen? Wir kommen dem Turm immer näher. Fast geschafft. Der ist ja riesig. Er muss da drin sein. Scheint der sicherste Ort zu sein. Wenn der Orden diese Macht noch besitzt, kann er Hugo vielleicht retten. Es sieht jetzt aus wie wieder ein Abschnitt. Wir werden uns doch nicht einfach so hinlaufen lassen. Okay, liebe Leute. Das war's erstmal mit der Zeit. Wir sehen uns in der nächsten Episode und dann schaffen wir es hoffentlich. Wie viele Menschen starben hier? An so einem engen Ort, eingesperrt, hat der Biss sie wohl alle erwischt. Sie wurden verdammt. Und dann schaffen wir es dann hoffentlich in den Turm rein. Wenn es euch gefallen hat, lasst vielleicht einen Daumen nach oben da und bis bald in unserem Abenteuer. Tschüss! Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.